Wenn wir Natriumatome anregen, erhalten wir das bekannte gelbe Natriumlicht, welches im Vakuum eine Wellenlänge von 589 Nanometer besitzt. Wir können aus dieser Angabe die Energie des Lichtes berechnen. Zusammen mit der Lichtgeschwindigkeit erhalten wir eine Frequenz dieses Lichtes von 5 mal 10 hoch 14 Hertz. Zusammen mit der Planck-Konstante H erhalten wir eine Photonenergie von 3,37 mal 10 hoch minus 19 Joule. Umgerechnet sind das 2,1 Elektronenvolt oder 202 Kilojoule pro Mol.